Hallo und herzlich willkommen zur Vortragsaufzeichnung Sicherer Fernzugriff dank Linux selbst auf ein Windows XP. Beim Livestream, da gab es leider ein paar Tonprobleme, deswegen schieben wir jetzt diese Aufzeichnung hinterher. Das heute, das ist die techniklastige Variante des Vortrags. Wir gehen also mehr auf die Installationsschritte ein und weniger auf das, warum braucht man das überhaupt. Für die Leute, die eine etwas abstraktere, einsteigerfreundliche Fassung sehen möchten, am Donnerstag, den 7. November, findet an der Hochschule Neu-Ulm der IT-Kongress statt und dort gibt es die Einsteigerversion. Die Slides werden wir im Anschluss an den IT-Kongress natürlich genauso online stellen, wie die Slides für diesen Vortrag im Anschluss an diesen Vortrag online gehen werden. Also gern schon mal die Handykamera startklar machen, die Links zu den Slides kommen nämlich nachher als QR-Codes. Vorher aber noch ein bisschen zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Bauer. Ich bin der Gesellschafter-Geschäftsführer der Bauer ITCS UG Haftungsbeschränkt. Wir sind seit knapp 15 Jahren am Markt, sitzen in Ulm, haben Anfang Dezember unser 15-jähriges Jubiläum, wie gesagt. Ich bin aber außerdem noch als freier Autor für die Heise Verlagsgruppe und für die Südwestpresse tätig. In letzterer lest ihr mich hauptsächlich im Ratgeber Multimedia, aber auch gelegentlich im Wirtschaftsressort, zum Beispiel, wenn es mal wieder einen weltweiten IT-Ausfall bei CrowdStrike gibt. Nebenbei habe ich dann noch in der Corona-Pandemie ein Videotelefon für Senioren erfunden, das Granophon. Das ist ein nicht kommerzielles Projekt, was einfach bloß die Welt ein bisschen besser machen soll. Aber damit nicht genug. Ich bin auch der erste Vorsitzende des Vereins Open Remote Computing Association, OKEV, und in dessen Projekt X2Go der Projektkoordinator, Eventplaner und Lead Evangelist. Also derjenige, der durch die Weltgeschichte reist, um den Leuten zu erzählen, wie toll X2Go ist. Und wenn gerade wieder eine Pandemie umgeht oder der Weg zu weit ist, dann mache ich das eben auch per Videocall. Und deswegen hat der heutige Vortrag natürlich auch was mit X2Go zu tun, wie wir nachher sehen werden. Um gleich für etwas Entspannung in der Runde zu sorgen, bevor wir loslegen, der Hinweis, niemand muss mitschreiben. Die Slides gibt es alle hinterher zum Download auf der hier gezeigten Seite und der QR-Code wird auch am Ende des Vortrags nochmal eingeblendet. Aufpassen, das neue Jahr ist nicht mehr weit und nächstes Jahr wandert die Seite ins Archiv. Also nicht vergessen, ab Januar ans Seitenende scrollen, dort dann 2024 auswählen, dann findet man die Slides auch wieder. Das gleiche gilt natürlich auch für den eingangs erwähnten Einsteigervortrag, auch den findet ihr nachher im Archiv. So, und um das auch mal bildlich darzustellen, das hier ist, was es in der Praxis unbedingt zu vermeiden gilt, ein alter Windows XP-Rechner, der direkt im LAN hängt und vollen Internetzugang hat. Das Port-Forwarding auf dieser Firewall dann zu Vorführzwecken einzuschalten und mal abzuwarten, wie lange es braucht, bis der erste Hacker aufschlägt, das habe ich mir dann doch gespart, so wahnsinnig bin ich doch nicht. Letzten Mai hat das aber mal jemand ausprobiert und auf YouTube gestellt und das Windows XP dort hat nur ein paar Minuten überlebt, bis es erfolgreich gehackt wurde. Ja, und der einfachste Ansatz, um nun die Sicherheit zu verbessern, ohne viel Geld ausgeben zu müssen, das ist ein Linux-System mit Secure Shell und Zwei-Faktor-Authentisierung vorzuschalten. Das sind alle Softwarekomponenten, die Open Source sind und damit kostenlos verfügbar sind. SSH unterstützt aktuelle, sichere Verschlüsselungstechniken und außerdem unterstützt es einen Standard namens PAM, Pluggable Authentication Modules. Damit kann man sich ein Authentisierungskonzept wie die Klemmbausteine eines bekannten dänischen Spielzeugherstellers zusammenstecken. Und dadurch wiederum wird Zwei- oder auch Mehrfaktor-Authentisierung sehr einfach möglich. Man kann dieses Vorschaltsystem sogar an eine zentrale Benutzerauthentifizierung wie LDAP oder Active Directory koppeln. Ich bin allerdings kein Freund davon und meine, dass das BSI an anderer Stelle auch schon davon abgeraten hat. Es ist wie immer die Abwägung zwischen Komfort und Sicherheit. Wenn ich für die Haustür den gleichen Schlüssel benutzen kann wie für die Wohnungstür, dann ist das zwar bequem für mich, aber wenn halt einer das Haustürschloss per Nachschlüssel aufbekommt, dann ist er halt auch gleich bei mir in der Wohnung. LDAP oder ein AD zu verwenden, um mehrere dieser Maschinen, wie wir es heute aufsetzen werden, zentral zu verwalten, ja, das wiederum ist sinnvoll. Aber nehmt dafür bitte nicht dasselbe Directory, das für die Anmeldung an den Produktionssystemen im LAN zuständig ist.
Was nehmen wir jetzt als zusätzlichen Faktor? Ja, da haben wir die Auswahl zwischen einer Vielzahl von Modulen und die kostengünstigste Lösung. Das sind halt die als Open Source verfügbaren Module, die auf Anwenderseite nur eine ebenfalls als Open Source verfügbare Smartphone-App voraussetzen. Aber natürlich geht es auch mit separater Hardware wie YubiKey oder RSA Secure ID Key. Wir werden heute das von Google als Open Source bereitgestellte Modul LibPAM Google Authenticator in Kombination mit einer Smartphone-App nutzen. Das liegt daran, dass die Einrichtung von diesem Modul ziemlich komfortabel ist. Man bekommt außerdem Recovery-Codes zum Ausdrucken, für den Fall, dass man das Smartphone gerade verlegt hat, nicht nutzen kann, whatever. Und obwohl das Ding von Google ist, telefoniert es tatsächlich nicht nach Hause. Ja, hat mich auch überrascht. Schreiten wir also zur Einrichtung. Annahme dabei ist, wir haben ein grundinstalliertes Raspberry Pi OS 12 mit aktiviertem SSH-Zugang, wobei die Lite-Version, also die Kommandozeilen-Version, vollkommen ausreicht. Und zum Anfang sind wir mit dem Benutzer Root per SSH-Keyfile oder lokal am Pi eingeloggt. Für den lokalen Login muss man ein Root-Passwort vergeben und das hinterher wieder sperren. Was Probleme machen wird, ist, es als User Pi mit sudo-i zu versuchen. Das hat Potenzial, dass man sich bei dieser Aktion selbst aussperrt und von vorn anfangen darf. Als Root geben wir hier also die angezeigten Befehle ein, um LibPAM Google Authenticator und NTP zu installieren. NTP brauchen wir, um die Zeit zwischen Handy und Pi synchron zu halten, wenn unsere Tokens zeitbasiert sind. Und anschließend editieren wir die Datei etcpam.dssHD, wie hier abgebildet. Wenn es noch weitere Benutzer auf dem System geben soll, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, diese anzulegen. Und als Schwabe heißt mein Beispiel-Account natürlich Userle. Ja, als nächstes konfigurieren wir den Secure Shell Daemon um. Diese drei Parameter, die ihr hier seht, die müssen vorhanden sein, und zwar ohne führendes Hash-Zeichen. Den ersten davon, den kann man komplett auf No setzen, dann werden Root-Logins über SSH durchgängig abgelehnt. Oder auf Prohibit Password, dann muss Root zwingend ein SSH-Keyfile verwenden. Bitte nicht auf Yes setzen, auch wenn wir jetzt Zwei-Faktor-Authentisierung aktivieren. Wir schießen uns sonst wieder ins Bein. Nach den Änderungen starten wir den SSH-Daemon neu. Das kann man gefahrlos auch über eine SSH-Verbindung machen. Man sägt sich dann nicht den Ast ab, auf dem man sitzt. Denn bestehende Verbindungen bei SSH, die laufen auch beim Dienstneustart ungestört weiter. Jetzt müssen wir für unseren bzw. unsere normalen Benutzer den zweiten Faktor konfigurieren. Das muss im Benutzerkontext passieren, und da man jetzt einen zweiten Faktor braucht, um sich per SSH einloggen zu können, hätten wir da so ein gewisses Henne-Ei-Problem. Deswegen muss man sich jetzt entweder lokal am Pi mit dem jeweiligen Benutzer einloggen oder als Root via SSH, weil unsere Sitzung läuft ja noch, mittels SU-Befehl in den jeweiligen Benutzerkontext wechseln. Unter der Benutzerkennung startet man dann das Konfigurationstool Google Authenticator. Und das Tool stellt einem dann ein paar Fragen, und wenn man die erste mit Yes beantwortet, dann bekommt man einen QR-Code angezeigt und 5 Notfallcodes. Den Code scannt man dann auf dem Handy in die Authenticator-App, für die man sich entschieden hat, und danach soll man zur Bestätigung einen Code aus der App eingeben. Das kann man aber auch überspringen, indem man als Code -1 eingibt. Das hier ist beispielhaft ein QR-Code, wie er vom Google Authenticator-Modul bei der Einrichtung generiert wird und der das geteilte Geheimnis, den sogenannten Seed, enthält. Diesen muss man mit der entsprechenden Smartphone-App, das muss übrigens nicht der Google Authenticator sein, FreeOTP Plus funktioniert zum Beispiel genauso, einscannen, und danach kann die App diese wechselnden Codes generieren. Für die möchtegern Hacker im Zuschauerraum noch der Hinweis: den hier abgebildeten Seed haben wir natürlich längst wieder durch einen anderen ersetzt. Und hier im Bild sieht man die 5 Recovery Codes. Auch die hier abgebildeten sind natürlich längst nicht mehr auf unserem System gültig. Diese Recovery Codes, die sollte man sich ausdrucken und dann irgendwo sicher verwahren, zum Beispiel in einem versiegelten Umschlag im Firmentresor. Die funktionieren übrigens so ähnlich wie eine alte TAN-Liste beim Online-Banking. Das heißt, die Reihenfolge der Verwendung ist egal. Man kann die Liste also auch teilen und ein paar Codes an einem anderen Ort aufbewahren. Danach kommen noch ein paar Fragen. Auch hier antworten wir wieder überall mit Yes. Und die vorletzte Frage, auch bei der empfehle ich, wieder mit Yes zu antworten, außer man ist völlig paranoid.
Wenn man paranoid ist, dann sollte man aber definitiv gut synchronisierte Uhren haben, und deswegen eben auch die Installation von NTP vorher, dass auch die paranoide Fraktion hier gleich abgedeckt ist und die Uhren dann nicht auseinanderlaufen. Auch bei der letzten Frage macht ein Yes in den allermeisten Fällen Sinn, weil dann haben wir nämlich gleich noch einen Schutz gegen die Brute Force-Attacken aktiviert. Und so sieht das dann in der Praxis aus, wenn wir alles korrekt eingerichtet haben. Im ersten Schritt beim Login geben wir den Benutzernamen an, dann werden wir in Schritt 2 nach dem Passwort und in Schritt 3 nach dem Code gefragt. Übrigens auch, wenn das Passwort falsch ist, um dem Angreifer keine Rückmeldung darüber zu geben, ob das Passwort richtig oder falsch war, das er geraten hat. Jetzt zur Hardware und dem Betriebskonzept. Das System, auf dem unser SSH-Server laufen soll, das kann entweder im selben LAN hängen wie das zu schützende System bzw. die zu schützenden Systeme oder wie eine Firewall mit separatem Ethernet-Port nur das zu schützende System anbinden. Letzteres ist natürlich zu bevorzugen, wenn man dann schon eine recht saubere Netztrennung hat und dieser gefährdete Server gar nicht mehr direkt erreichbar ist. Noch besser wäre auch für die Upstream-Verbindungen einen separaten Port an der Firewall oder zumindest ein VLAN zu haben. Theoretisch könnte man jetzt, wie hier im unteren Bild zu sehen, auch das ganze Netzwerk hinter den SSH-Server hängen, aber wir werden uns heute im Vortrag auf die Variante im oberen Bild konzentrieren, bei der nur genau ein System per Fernwartung erreichbar und gleichzeitig von unserem SSH-Server geschützt werden soll. Man könnte das System als virtuelle Maschine betreiben, aber wie uns Spectre, Meltdown, Rowhammer etc. gezeigt haben, sind Ausbrüche aus virtuellen Maschinen nicht auszuschließen. Und deswegen würde ich heutzutage sicherheitsrelevante Systeme entweder gar nicht mehr virtualisieren oder nur als einzige Instanz auf dem Host zu betreiben, zwecks einfacher Migration bei einem Failover. Einen älteren PC aufrüsten könnte man auch machen, ist günstig in der Anschaffung, aber das rächt sich dann bei der Stromrechnung. Sparsam im Stromverbrauch wäre wiederum eine Embedded-Lösung, die ist dafür wieder teurer in der Anschaffung. Und da wir aber jetzt gesagt haben, wir müssen nur ein System schützen, dann reicht uns auch die Leistung von dem aktuellen Raspberry Pi locker aus. Erster Ansatz ist dann zu sagen, wir betreiben den Raspberry Pi im sogenannten USB-Gadget-Modus. Dann zieht er seinen Strom vom PC und braucht nicht mal ein separates Netzteil. Gesamtkosten in der Anschaffung sind dann so grob 100 Euro. In diesem Modus gaukelt er dem Windows XP-Rechner eine Ethernet-Verbindung über einen virtuellen USB-Adapter vor. Und damit erreichen wir eine Übertragungsgeschwindigkeit zwischen dem Windows-PC und dem Pi von etwa 180 Megabit pro Sekunde. Also fast das Doppelte des im XP-Rechner fest verbauten Fast-Ethernet-Anschlusses. Wer das ausprobieren will, dazu haben wir einen separaten Vortrag, den sogenannten Nerd-Vortrag, vorbereitet. Den gibt es als Aufzeichnung am 12. oder 13.10. bei der Interfug Chemnitz und im Anschluss daran auch wieder als Slides auf unserer Eventseite. Wer das nachbauen will, sei allerdings gewarnt. Der Pi zieht gegebenenfalls mehr Strom, als die USB-Buchse am Windows XP-Rechner auf Dauer ausgeben kann. Wenn man also teure oder schwer zu ersetzende Hardware auf diese Weise anbinden will, dann sollte man dringend einen Powered USB-Hub dazwischen schalten, der mindestens 3 Ampere bei 5 Volt liefern kann. Ansonsten riskiert man, den PC zu überlasten und die Schnittstelle dauerhaft zu beschädigen. Nur kostet so ein Hub natürlich auch wieder extra und verteuert das Projekt damit. Das Beste aus beiden Welten ist meiner Meinung nach daher ein echter statt einem emulierten USB-Adapter und das an einem Raspberry Pi USB-Port anzuschließen. Und dadurch hat man einen kompakten Formfaktor und muss nicht viel Geld ausgeben, weil auch mit diesem Adapter belaufen sich die Gesamtkosten dann vielleicht auf so 105 bis 110 Euro, also grob 5 Euro mehr als mit der Risikovariante, die wir vorher gezeigt haben. Und man braucht noch nicht mal irgendwelche Treiberbasteleien auf dem Windows XP anzufangen. Der USB-Ethernet-Adapter, der liefert bis zu 240, 280 Mbit pro Sekunde, und damit reicht einem dann sogar ein Pi 3B, also die günstige Vorvorgängerversion des aktuellen Raspberry Pis als Pi aus. Das eingebaute 100-Mbit-Interface vom Pi 3 nimmt man dann in Richtung XP. Egal welchen Pi ihr jetzt schlussendlich nehmt, Tipp von mir: Nehmt für den Pi selbst, für den Stick und für den USB-Adapter Unwinkelgeräte mit Metallgehäuse, die bleiben kühler und halten daher länger.
Auf der Raspberry Pi-Seite mussten wir natürlich etwas Vorarbeit leisten und ein paar Dateien bearbeiten. Auf jeden Fall die ETC Network Interfaces und die ETC Watchdog Conf. Wenn ein USB-Gadget oder ein USB-Dongle zum Einsatz kommen soll, dann muss man noch ein paar mehr anlegen bzw. bearbeiten. Und das schauen wir uns für das Dongle gleich Datei für Datei an. Für das Gadget gibt es, wie gesagt, einen separaten Vortrag bei der Interfug Chemnitz und anschließend die Slides bei uns im Wiki. In der ETC Network Interfaces, da tragt ihr die IP, Netzmaske und Default Gateway eures Uplink-Netzwerks ein. Das liegt normalerweise an ETH0, also an der im Pi fest verbauten Ethernet-Buchse an. Ausnahme, wie schon erwähnt, wenn ihr den Pi 3 mit USB-Dongle verwenden wollt und das Dongle die Uplink-Verbindung sein soll, dann müsst ihr hier ETH0 durch ETH1 ersetzen. In etc-resolve-conf tragt ihr die DNS-Konfiguration für euer Uplink-Netzwerk ein. Oder ihr macht es euch einfach, holt die Uplink-IP per DHCP von dem dort befindlichen DHCP-Server. Dann braucht ihr auch nur die ETC Network Interfaces bearbeiten, wie ihr es hier im zweiten Screenshot seht. Dann sollte man aber auch auf diesem DHCP Upstream Server die IP fest an die MAC binden, dass man über diese IP immer gezielt wieder auf dem Pi rauskommt. Und auch hier gilt wieder, ist der Dongle das Uplink Interface, dann bitte ETH0 mit ETH1 ersetzen. Um das Downlink Interface zu konfigurieren, braucht ihr als erstes ein ETC Network Interfaces DETH1. Wenn der Dongle als Uplink zum Einsatz kommen soll, dann müsst ihr an allen grün markierten Stellen aus ETH1 ein ETH0 machen und wenn ihr den USB-Gadget-Mode nutzen wollt, dann müsst ihr aus ETH1 überall ein USB-0 machen. Wichtig ist jetzt hier, dieser gelb markierte Netzwerkbereich darf nicht identisch mit dem Netzwerkbereich des Uplink-Netzwerks sein. Optional können wir noch DNS-Mask auf dem Pi installieren und so konfigurieren, dass auf dem Downlink-Interface, also am Ethernet-Dongle, die IP für den Windows-PC immer per DHCP verteilt wird. Dann muss man auf der Windows-Seite nämlich keine feste IP eintragen, sonst geht alles automatisch. Auch hier gilt wieder, wenn der Dongle als Uplink zum Einsatz kommen soll, müsst ihr hier und auf den nächsten Folien alles an allen grün markierten Stellen aus ETH1 an ETH0 machen. Und wenn ihr den USB-Gadget-Mode nutzen wollt, dann müsst ihr aus ETH1 überall ein USB-0 machen. Mit diesen beiden Befehlen hier installiert ihr DNS-Mask und öffnet die Konfigurationsdatei für ETH1. Und hier seht ihr farblich markiert, wofür die jeweiligen Einträge stehen und was sie bedeuten. Wir wollen keinen DNS-Server bekannt geben, wir wollen keine Default-Route setzen und es soll nur genau eine IP vergeben werden. Die ersten drei Oktette dieser IP, die müssen zu der IP passen, die in ETC Network Interfaces DETH1 vergeben wurde. Das vierte Oktett einfach um 1 hochzuzählen und daher auf 2 zu setzen, das bietet sich hier an. Wichtig ist, dass ihr hier zweimal die gleiche IP eingebt. Also als erste und als letzte dynamisch zu vergebende IP. Das 12H am Ende, das ist die voreingestellte DHCP-Lease-Dauer in Stunden. Die ist jetzt aber auch nicht wirklich wichtig, solange man nur eine IP vergibt. Jetzt kommen wir zu ein paar Tipps und Tricks, um die Betriebssicherheit zu erhöhen. Erstens, bootet den Pi auf jeden Fall übers Netz oder von einem USB-3-Stick, nicht von MicroSD. Grund ist, dass die MicroSDs für einen Dauerbetrieb zu fehleranfällig sind und USB-3 eben eine gute Performance bringt. Die Erklärung, wie man den Netzboot einrichtet, das wäre ein komplett separater Vortrag von der Länge her. Deswegen nehmen wir heute für diese Vorführung den USB-Stick her. Das ist trivial. Wenn man einfach statt der MicroSD den Stick beim Image-Schreiben auswählt, lässt sich genauso beschreiben, in Pi einstecken, booten, fertig. Dran denken, USB-3-Port natürlich dann auch nehmen, dass man die Geschwindigkeit ausnutzen kann. Zweitens, der Raspi hat einen eingebauten Hardware-Watchdog und den sollte man tunlichst auch nutzen, weil dann startet er automatisch neu, wenn er sich aufgehängt hat. Und drittens, schaltet das Overlay-Filesystem ein, weil dann kann ein hartes Ausschalten oder ein harter Reset das Dateisystem nicht beschädigen. Und harte Resets kann es natürlich durch den Watchdog geben. Um diesen Watchdog nutzen zu können, muss man das passende Tool installieren und anschließend auch konfigurieren. Die Konfiguration ist aber ganz einfach. Sucht in der etc watchdog-conf diese drei hier abgebildeten Zeilen, entfernt die Kommentarzeichen am Anfang und ändert den Timeout-Wert noch auf 15. Vorteile des Overlay-Dateisystems: Schadcode, den man sich eventuell einfängt, der überlebt hoffentlich den nächsten Neustart nicht.
und das Dateisystem ist beim Start immer in einem sauberen Zustand, weil halt nie drauf geschrieben wird. Nachteile gibt es natürlich auch. Bevor man Updates einspielt, muss man den Schreibzugriff wieder einschalten und danach wieder aus. Und das Benutzerverzeichnis braucht eine abweichende Konfiguration. Dort muss man nämlich persistent schreiben können, sonst werden zum Beispiel die Notfallcodes des Google Authenticators nach Verwendung nicht dauerhaft gelöscht. Er löscht sie raus und beim nächsten Neustart sind sie wieder da. Am einfachsten macht man die Home Directories persistent, indem man sich den anderen Computer zu Hilfe holt, an dem man den Stick aus dem Raspi anschließen kann, nachdem man ihn sauber runtergefahren hat. Mittels gpartAdd oder einem anderen geeigneten Tool kann man den Stick dann umpartitionieren. Partition 2 schrumpft man, legt dahinter eine neue Partition 3 mit Label HomeFS an und formatiert diese passend mit ext4. Danach bootet man den Raspi wieder vom Stick und loggt sich als Root ein. Und mit der hier abgebildeten Befehlssequenz kann man dann die Home Directories auf die neue Partition verlegen. Damit haben wir alle Anpassungen am System hinter uns und somit ist es spätestens jetzt an der Zeit, den Root-Zugang per Passwort wieder zu sperren, so wie wir ihn vorhin aktiviert haben sollten. Was das Overlay-Dateisystem angeht, hat Raspberry Pi OS dafür sogar einen schicken Menüpunkt, um es ein- und auszuschalten. Also man ruft als Root Raspberry Config auf, wählt dort den Menüpunkt Performance Options und hangelt sich durch diese hier abgebildeten Abfragen durch. Wichtig ist jetzt aber bei Reboot Now No auszuwählen, weil wir erst noch die Datei CMD-Line Text patchen müssen, damit die Home Directories persistent schreibbar sind. Das Patch-Kommando, das seht ihr hier. Und dieser Patch führt momentan leider dazu, dass man das Overlay-File-System nicht mehr über diesen Menüpunkt in Raspberry Config deaktivieren kann. Wie man es trotzdem wieder deaktiviert bekommt, das steht auf dem Slide Installation X2Go Server und R-Desktop, zu denen wir später noch kommen werden. Fassen wir mal kurz zusammen, wo wir gerade stehen. Wir brauchen für unser Linux-Minimalsystem nur 4 bis 5 über die Grundinstallation hinausgehende Pakete. libpm Google Authenticator, NTP, Watchdog, Overlay Root und optional noch DNS Mask, wenn der Windows-Rechner als DHCP-Client laufen soll. Bei einer festen IP-Adressvergabe kann man sich das Paket und die Konfiguration sogar sparen. Wenn uns eine Textkonsole bzw. ein Port-Forwarding durch den SSH-Tunnel reicht, dann brauchen wir auf der Windows-Seite auch nur das kostenlose PuTTY-Exe als Client-Software installieren. Ja, wie hieß es bei Rambo? Was ist das? Was macht das? Nein, es ist kein blaues Licht und es leuchtet auch nicht blau. Es ist ein minimaler SSH-Server mit Zwei-Faktor-Authentisierung, der nur wenig Ressourcen braucht, eine geringe Angriffsfläche hat und daher wartungsarm und sicher ist. Denn was nicht installiert ist, kann auch nicht gehackt werden und braucht auch nicht ständig irgendwelche Patches. Und weil es so wenige Komponenten sind, ist so ein System auch leicht zu auditieren. Aber so fängt Otto Normaluser halt nicht viel mit dem System an. Ja, der Admin kann ihm das PuTTY-Exe mit entsprechenden Verbindungsprofilen vorkonfigurieren, um RDP oder VNC-Ports dann durch die SSH-Verbindung durchzutunneln. Aber es bleibt halt ein weiterer manuell auszuführender Schritt. Anstatt SSH auf VPN zu setzen, das bringt auch wieder potenzielle Probleme und Sicherheitsrisiken mit sich. Deswegen schauen wir uns jetzt an, wie man das hübsch, bunt, grafisch und integriert umsetzen kann. Ja, wie eingangs gesagt, ich bin der X2Go Lead Evangelist, also muss ich jetzt auch ein bisschen den X2Go Einsatz predigen. Daher, wenn ihr Linux einsetzt, dann probiert bitte mal X2Go aus. Ihr werdet sehen, es ist deutlich performanter als VNC. Und es ist genauso Open Source. Und damit könnt ihr, wie ihr es vielleicht aus der Windows-Welt von RDP und Citrix schon kennt, komplette Desktops, aber auch einzelne Anwendungen remote darstellen lassen. Unser X2Go Client hat sogar schon Unterstützung für so einen Zwei-Faktor-gesicherten SSH-Server, wie wir ihn gerade aufgesetzt haben, mit eingebaut. Und natürlich haben wir für Otto Normaluser, der mit Windows und nicht mit Linux arbeitet, auch eine Windows-Version des X2Go Clients parat. Bevor wir uns die Screenshots dazu anschauen, nochmal ganz kurz erklärt, was ist X2Go? X2Go ist eine freie Remote Desktop und Remote Application Lösung, also kostenlos auch im Firmenumfeld nutzbar und frei anpassbar. X2Go Client gibt es für Linux, Windows und macOS. Und was wir uns nachher genauer anschauen werden, das ist die Nutzung von X2Go Client als grafisches Frontend für einen Windows RDP Login. In der Linux-Version kann X2Go Client übrigens auch direkt auf RDP und XDMCP-Server zugreifen,
ohne einen X2Go-Server dazwischen zu brauchen. X2Go-Server gibt es momentan nur für Linux, das sei noch der Vollständigkeit halber angemerkt, ist jetzt für heute aber nicht weiter wichtig. Hier ganz kurz der Slide, auf dem die notwendige Konfiguration zu sehen ist. Das nimmt natürlich einmalig der Admin vor. Unser Otto-Normal-User, der muss danach bloß noch auf eine Desktop-Verknüpfung klicken, um diese Verbindung zu starten. Entscheidend ist jetzt hier das Häkchen bei Proxy-Server für SSH-Verbindung verwenden. Denn genau diese Funktion erfüllt nun der Raspberry Pi. Und so sieht das dann aus, wenn man sich mit X2Go in seinen Desktop einen Remote-Desktop eines Linux-Systems einblendet. Dass dieser Desktop von einem entfernten System kommt, das sieht man oben in der Leiste. Ich habe den Bereich hier mal rot eingerahmt, dass man es besser sieht. Aber wie gesagt, es geht auch mit einzelnen Anwendungen. Ich brauche diesen kompletten Desktop meistens gar nicht. Auch hier wieder rot eingerahmt. Der Hinweis auf diese Remote-Fensterchen, oben links fehlt er. Dieses Fenster läuft also lokal. Aber wir wollen ja heute kein Linux, sondern Windows fernsteuern. Und welche Optionen wir dafür haben, das zeigen die nächsten Screenshots. Am einfachsten zu konfigurieren ist der Zugriff, wenn wir sowieso nur auf ein altes Windows XP Professional oder Windows 2003 mit RDP zugreifen wollen. Denn dann können wir die in X2Go Server eingebaute R-Desktop-Unterstützung. Um keinen weiteren Server installieren zu müssen, erweitern wir jetzt die Rolle des Raspberry Pis einfach zu einem X2Go Server. Zur Schreibweise noch kurz der Hinweis, X2Go Server zusammengeschrieben, das bezeichnet die Software. Mit einem Bindestrich und kurzer Sprechpause dazwischen ist das Linux-System gemeint, auf dem die X2Go Server Software installiert ist, also in Windows sprecht die Rolle. Wir installieren also die drei dafür notwendigen Pakete, X2Go Server, X2Go Server X-Session und R-Desktop noch nach. Und dazu müssen wir als erstes das Overlay-Root wieder abschalten und einen Neustart auslösen. Optional können wir jetzt noch statt den X2Go-Paketen, die zur Distribution gehören, die aus dem X2Go-Repository verwenden. Was man dazu machen muss, das findet ihr unter dem hier angegebenen Link dokumentiert. Wichtiger Hinweis dazu noch, aktuell haben wir kein X2Go-Stable-Repository-Release für Raspberry Pi OS, man muss also das Nightly-Repository nehmen. Bitte auch nicht vergessen, den Distributionsnamen aus dem Beispiel auf Bookworm zu ändern. Ich glaube, aktuell steht noch Buster oder Bullseye drin. Nach der Installation aktiviert ihr wieder das Overlay-Root. Bitte auch den Patch für die Home Directories nicht vergessen und bootet nochmal neu. Ja, ich weiß, diese Rebooterei, die fühlt sich fast an wie bei Windows, aber dadurch, dass wir halt an dem Overlay-Root herumhantieren müssen, geht es nicht anders. Dieses Mal muss man das Häkchen bei Proxy-Server für SSH-Verbindung verwenden wieder rausnehmen, denn jetzt ist der Raspberry Pi ja nicht mehr nur SSH, sondern auch X2Go-Server. Und man muss den Verbindungstyp natürlich auf Windows Terminal Server ändern. Standardmäßig bekommen wir jetzt den Anmeldeschirm des Windows XP-Systems zu sehen, wenn wir die Verbindung aufbauen. Man kann Benutzername und Passwort natürlich auch im X2Go-Client hinterlegen, dann spart man sich diesen zusätzlichen Anmeldeschritt, aber dann liegen die Anmeldedaten hat unverschlüsselt in der X2Go Client Konfigurationsdatei auf dem Client. Hier sieht man jetzt die laufende Remote-Sitzung, links im Hintergrund das X2Go Client-Fenster, das ließe sich aber auch problemlos noch in die Taskleiste oder in den Systray minimieren. Und wenn man das aber etwas komfortabler machen will, dann installiert man zusätzlich noch Reminar auf dem Pi. Reminar erlaubt mit einer Anmeldung am Pi mehrere Verbindungen zu verschiedenen Servern. Und Reminar beherrscht auch die neueren RDP-Varianten mit Network Layer Authentication. Außerdem auch VNC und damit kann ich dann auch ein Windows Home Edition oder ein macOS fernsteuern. Auf der Warnstrecke hat man noch den Vorteil der durch SSH verschlüsselten Übertragung und X2Go beschleunigt natürlich dort auch den Bildaufbau. Außerdem muss man dann Reminar nicht auf dem Client installieren, das heißt die ganze Konfiguration liegt auf dem Pi. Somit muss der Admin bei Änderung nichts aufs Endgerät rauspushen. Es reicht, wenn er auf den Pi Zugriff hat. Und die Zugangsdaten zum Windows-System, wenn man sie denn speichern will, die liegen dann auch nur noch verschlüsselt auf dem Pi und nicht unverschlüsselt auf dem Endgerät. Wir müssen dazu jetzt nur FreeRDP zwecks der Unterstützung für die neuen RDP-Versionen sowie Reminar selbst noch auf dem Pi installieren. Auch hier wieder gleiches Spiel wie vorhin. Overlay-Route deaktivieren, Neustart, Pakete installieren, Overlay-Route wieder aktivieren, Patch für die Home Directory ist nicht vergessen. Neustart.
Anschließend müssen wir in der kleinen Konfiguration nochmal den Sitzungstyp ändern. Und wichtig ist jetzt, dass man hinten in diesem Dropdown-Menü den Befehl Reminar nicht auswählen kann, sondern einfach eintippen, drüber tippen muss. Das ist leider noch eine offene Baustelle in Sachen Benutzerfreundlichkeit im X2Go-Client. Dieses Dropdown verführt dazu, dass man was sucht in dieser Scrollliste. Nein, man muss es tatsächlich eintippen. Macht man das, dann sieht man nach der Anmeldung am Raspi diesen Auswahlbildschirm von Reminar. Hier ist jetzt erstmal nur eine Sitzung konfiguriert, nämlich zu dem Windows XP-System. Und in diesem rot eingerahmten Bereich sieht man nur, dass dieser Auswahlbildschirm zwar auf dem lokalen Desktop vom Client angezeigt wird, aber das eigentliche Programm, das Reminar, auf dem entfernten Rechner, auf dem Pi läuft. Mit dem Doppelklick startet man jetzt die Sitzung. Man sieht auch hier wieder, dass das Reminar-RDP-Fenster remote läuft. Und nach erfolgter Anmeldung kann man zum Beispiel dann an der Windows XP-Kommandozeile sich die IP-Adresse anzeigen lassen und sieht, dass man nicht im normalen Produktions-LAN, sondern in diesem abgeschotteten Bereich unterwegs ist. Das gleiche sehen wir jetzt hier nochmal mit einem im Produktions-LAN befindlichen Windows 10 Home, welches über VNC statt über RDP angesteuert wird. Das ist also das Bild von vorhin, wo wir den Pi als Trennung gesehen haben, wo rechts dann unser XP-Rechner ist und links das restliche LAN. Und wir können natürlich auch, solange der Pi eben im restlichen LAN hängt mit seinem Upstream-Interface und kein dediziertes Firewall-Interface für sich beansprucht, können wir auch natürlich zurückhüpfen ins normale LAN. Das hat halt dann keinen besonderen Schutz, aber ich kann auch die Fernsteuerung darüber übernehmen. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass man sich mit Hardware für etwas über 100 Euro und mit 5 bis 10 über die Grundinstallation hinausgehenden Paketen und komplett freier Software einen verschlüsselten, Zwei-Faktor gesicherten grafischen Remote-Zugang aufsetzen kann, selbst seinem uralten Windows XP. Und das Ganze sogar als One-Click-Lösung für den Endanwender. Ja, damit sind wir mit dem fachlichen Teil des Vortrags durch und kommen zum Ausblick auf die nächsten X2Go-Events. Eventuell sind wir am 2. November online bei den TUX-Tagen dabei. Definitiv feststehen schon folgende Termine. Am Samstag, den 28. September, Linux Day AT in Dornbirn. Da halten wir diesen Vortrag nochmal live. Und da gibt es dann auch einen Messestand, wo man das alles, was wir gezeigt haben, auch live selbst ausprobieren kann. Am 12. oder 13. Oktober wird es, wie gesagt, bei der Interfug Chemnitz den kurzen Online-Nerd-Vortrag zum Raspberry Pi USB Gadget Mode geben. Und am 7. November findet der IT-Kongress an der Hochschule Neuhof statt. Hier gibt es die eingangs erwähnte Einsteigervariante des heutigen Vortrags, ohne viel Technik, eher abstrakt gehalten, aber eben auch mit dem Messestand zum Ausprobieren. Generell lohnt sich der regelmäßige Blick auf unsere Eventseite im Wiki, auch weil sich eben doch das eine oder andere recht kurzfristig ändert oder ergibt. Als nächstes noch der Hinweis, X2Go lebt vom Mitmachen. Wir sind immer auf der Suche nach Helfern und X2Go kann immer zwei Dinge von euch brauchen. Zeit bzw. Know-how, auch für Nicht-Programmieren, das ist ganz wichtig. Es gibt genug Aufgaben bei uns, die man auch ohne Programmierkenntnisse machen kann. Oder Zuwendungen in Form von Geld, Hardware-Spenden oder Dienstleistungsaufträgen. X2Go ist ein Projekt des Orca e.V. und an diesen Verein kann man nämlich, weil er als gemeinnützig anerkannt ist, auch Geld und Sachspenden leisten, die sich von der Steuer absetzen lassen. Oder wer eine offizielle Rechnung lieber mag als eine Spendenbescheinigung, der kann auch einer der im Projekt vertretenen Firmen beauftragen, gegen Geld Dinge für X2Go zu tun, wie Fehler zu beheben, neue Features zu entwickeln oder die Dokumentation zu verbessern. Wer uns etwas spenden möchte, der kann das gerne über den Orca e.V. und Wir Wunder bzw. Better Place tun. Dazu haben wir Spendenlinks direkt auf unserer Wiki-Startseite eingerichtet. Spenden kann man dort wahlweise via PayPal, Kreditkarte, Giropay, PayDirect oder Überweisung. Die Firmenliste für die kommerziellen Aufträge, die findet man auch im X2Go-Wiki. Der richtige Link, der ist etwas lang, deswegen haben wir leider einen nur kryptisch aussehenden Kurzlink dafür, um das abzukürzen. Der heißt hinten raus 0SPNN5. Ja, und damit sind wir schon am Ende der Vortragsaufzeichnung angelangt. Ich bedanke mich für das Interesse. Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei einer der vorhin genannten Veranstaltungen und als Dankeschön fürs Dableiben bis zum Schluss gibt es jetzt noch eine kleine Vorführung.
Wir sehen jetzt hier ein Kommandozeilenfenster. Ich habe jetzt hier noch Root voreingestellt. Da machen wir jetzt mal ein Beispiel-User, das Userlet raus. Und das dahinter ist die IP von unserem Demo Raspberry Pi. Ich versuche mich zu verbinden. Ich werde nach einem Passwort gefragt. Und als nächstes wird der zweite Faktor abgefragt. Den hole ich mir jetzt über die Authenticator App am Handy. Und wir sind drin. Das war schon mal Schritt 1. Das funktioniert also. Jetzt hätte ich ein Konsolenfenster, könnte Dinge über die Konsole tun. Hätte die Möglichkeit gehabt, mir ein Port Forwarding einzurichten, um mir darüber RDP oder sowas zu holen. Aber wir gehen jetzt hier nochmal raus. Und ich habe hier natürlich auch eine X2Go-Sitzung schon vorbereitet. Und da schauen wir uns als erstes die Verbindung zu einem X2Go-Server an. Das ist hier. Da heißt mein Benutzer ein bisschen anders. Aber auch der hat ein Passwort, was ich eintippen muss. Hier wird er zuerst nach dem Passwort vom Zielsystem gefragt. Und jetzt nach dem Passwort für den Pi. Und jetzt nach dem Bestätigungscode für den Pi. Und da ist unsere X2Go-Sitzung. Das ist schon K-Drive übrigens. Das performantere Protokoll, was wir gerade haben. Ich melde mich aber auch gleich wieder ab, weil uns geht es ja halt nicht so sehr um das Linux Open Source, sondern um das Windows. Und dazu muss ich jetzt kurz umstecken hier und ein bisschen was wirken, damit mein Netz das auch mitmacht. Da haben wir die IP vom Pi. Lassen wir da doch einmal einen Ping drauf laufen. Der wird sich schon melden, wenn er wieder soweit ist. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Machen wir noch gleich einen kurzen Verbindungstest. Okay, der ist da. Dann gehen wir hier zum X2Go Client. Und machen als erstes die Vorführung mit dem klassischen R-Desktop, was also nur mit den alten Windows XP Versionen und ich glaube Windows 2003 Server und sowas noch funktioniert. Hier gebe ich jetzt tatsächlich die Benutzerdaten von Pi ein. Und auch hier wieder den zweiten Faktor. Und da ist unser Windows XP Anmeldebildschirm. Wenn ich jetzt hier wieder mein Passwort fürs XP eingebe, man sollte auch richtig tippen, Moment, dann kriege ich meinen XP Desktop zu sehen. Man sieht jetzt hier, das ist diese klassische Windows XP Bonbon Optik, da alles schön bunt. Ich melde mich auch hier gleich wieder ab. Und als nächstes schauen wir uns dann die Verbindung mit Remina an, das auf dem Pi dann läuft. Remina, wie gesagt, ist auch geeignet, um auf modernere Windows-Systeme durchzuconnecten und auf VNC-Systeme. Auch hier geben wir die Zugangsdaten von Pi an. Bestätigungscode vom Handy. Und hier haben wir jetzt diesen Remina-Auswahlbildschirm mit einer konfigurierten Sitzung zu unserem XP-System. Und dort ist eben jetzt auch schon hinterlegt, mit welchem Benutzernamen und Passwort wir uns anmelden wollen. Da
Das ist dann verschlüsselt. Da kann man sich jetzt darüber streiten, wie sicher diese Verschlüsselung ist, aber es ist zumindest mal verschlüsselt hinterlegt und es bleibt halt auf dem Pi. Es ist nicht irgendwo auf dem Client, der irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs ist. Es bleibt auf dem Pi. Ich mache einen Doppelklick drauf und der RDP Connect startet. Und hier sieht man jetzt, dass diese Bonbon-Optik von Windows XP weg ist. Die frisst nämlich Übertragungsperformance, weil sie das ganze Hintergrundbild schieben müsste, etc. Und deswegen ist hier Remina mit RDP tatsächlich so schlau zu sagen: Nein, 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 also das schalten wir alles ab. Wir sind hier im Remote-Modus, wir wollen Performance. Deswegen hier die etwas modernere, gestriegelte Windows-Optik und auch ohne Hintergrundbild. Aber es ist nach wie vor das Windows XP und ich kann jetzt hier noch die Kommandozeile aufrufen, mein IP-Config machen und wir sehen, wir sind also nicht in dem Produktionsland, was wir vorgesehen haben, mit dem 192.168.0 irgendwas, sondern wir sind in diesem 134er Netz, wie wir es also zum Beispiel kennen, also hinter dem Pi. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Demo hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr es live sehen wollt, gerne noch am Linux Day AT in Dornbirn oder beim IT-Kongress vorbeischauen. Da haben wir definitiv Live-Demo-Stände. Tschüss.